Hallo, mein Name ist Thomas Gipfel, ich bin Dramaturg hier am Landestheater Schwaben und begrüße Sie zur Online-Videoeinführung zu Don Quixote in der Inszenierung von Anne-Verena Freibert, unserer Bühnenadaption des größten Romans aller Zeiten. Zumindest, wenn man einer Umfrage Glauben schenken mag, die das Literaturnobelpreiskomitee im Jahre 2002 durchgeführt hat. Da wurden über 100 weltbekannte Autoren befragt, darunter etliche Literaturnobelpreisträger, was denn das Buch der Bücher sei, der größte Roman aller Zeiten. Und auf der 1 landete der Roman von Miguel de Cervantes, Don Quixote. Hätte man dieselbe Umfrage etliche Schriftstellergenerationen vorher durchgeführt, ich glaube, sie wäre nicht anders ausgefallen. Denn schon Heine nannte den Roman das lustigste Buch von der Welt. Und Dostojewski zum Beispiel sprach vom tiefsten und letzten Wort des menschlichen Geistes. Ich glaube, die Faszination, die dieser Don Quixote auslöst, dieser Roman auslöst, liegt vor allem an den Hauptfiguren. An diesen Hauptfiguren, die als Duo eine ganze Epoche verkörpern, aber auch eine allgemeinmenschliche Sehnsucht. Der eine lang und hager, der andere klein und rundlich. Der eine ein Idealist, ein Träumer, vielleicht auch ein Spinner, der andere ein Pragmatiker, der eine ein verarmter Landadeliger, der andere ein Bauer. Der eine versucht, dem tristen Alltag zu entfliehen, er liest viel zu viel Literatur, er liest Ritterromane, fantasiert sich selber immer mehr hinein in diese Ritterromane, bis er sich irgendwann selbst für einen Ritter hält. Er nennt sich Don Quixote und glaubt, die Menschheit von allem Bösen erlösen zu müssen. Er glaubt, ein neues goldenes Zeitalter wieder aufleben lassen zu müssen. Er sieht in ganz alltäglichen Dingen auf einmal Abenteuer, in die er bestehen muss. In Windmühlen sieht er auf einmal Riesen, die er bekämpfen muss. In Staubwolken feindliche Heere. Und auf der anderen Seite Sancho Panza, der ihm als Knappe folgt. Einerseits, weil er sich materielle Vorteile davon verspricht, ihm wurde eine Insel versprochen, aber auch, weil er eine unglaublich treue und loyale Seele ist und weil er wahnsinnig fasziniert ist von den Abenteuergeschichten des Don Quixote. Dieses Zweiergespann, das unterschiedlicher nicht sein könnte, das unterschiedliche Betrachtungsweisen dieser Welt an sich symbolisiert. Einerseits die idealistische, andererseits die rein pragmatische. Dieses Duo, das immer wieder streitet, sich aber auch versöhnt, das im Laufe ihrer Abenteuer immer näher aneinander wächst, zueinander kommt, das kann mit Sicherheit als Archetyp verstanden werden, als Vorbild für all die komischen Zweiergespanne, die wir so kennen aus der Film- und Literaturgeschichte. Seien das nun Asterix und Obelix, seien das Laurel und Hardy. Aber sie dient natürlich auch als das Porträt einer Freundschaft über Klassen- und Standesgrenzen hinweg. Und sie dient natürlich als Figuren einer Erzählung über Hoffnung. Über die Hoffnung, sich durch Fantasie, durch Kreativität aus Krisensituationen selbst befreien zu können. Dieser hoffnungsvolle und optimistische Grundton des Romans ist umso erstaunlicher, wenn man die Lebensgeschichte seines Autoren anschaut. Miguel de Cervantes ist 1547 geboren, also am Ende einer Epoche, die man das goldene Zeitalter Spaniens nennt. Die 200 Jahre nach 1492 nennt man so. In der Zeit war Spanien auf dem Zenit seiner Macht, galt als Wahrer des katholischen Glaubens, war Herr über Mittel- und Südamerika, war zehnmal so reich wie England. Diese Zeit war aber auch eine Zeit der Religionskonflikte. Die Katholiken bekämpften in Spanien die Conversos, Juden und Morisken wurden vertrieben. Im Norden gab es einen 80-jährigen spanisch-niederländischen Konflikt gegen den Protestantismus. Im Mittelmeerraum gab es den Konflikt gegen das Osmanische Reich und gegen den Islam. Und am Ende dieser Epoche kündigte sich auf jeden Fall schon so etwas wie ein ökonomischer und sozialer Abstieg an. Und genau in diese Zeit wurde Cervantes hineingeboren und lebte selbst ein wahnsinnig abenteuerliches und romanhaftes Leben, das aber eben auch geprägt war von großen Gewalterfahrungen. Er studierte Theologie in Salamanca und Madrid. Er wurde Soldat.
Er kämpfte zum Beispiel in der Seeschlacht von Lepanto 1571, die als eine der brutalsten, wenn nicht die brutalste Schlacht der Menschheitsgeschichte gilt. Auf der Rückreise wurde er von Piraten entführt, er kam in algerische Gefangenschaft, er unternahm 4 Rettungs- oder Fluchtversuche, die alle scheiterten, bis er dann Jahre später freigekauft wurde. In Spanien zurückgekehrt wurde er Beamter, er war Steuereintreiber, aber auch kurz tätig im Nachrichtendienst für den König. Er wurde unschuldig in einen Mordprozess verwickelt, er war immer wieder im Gefängnis. Dort begann er auch, wahrscheinlich zumindest, den Don Quixote zu schreiben. Ich sage wahrscheinlich, weil Cervantes selber durchaus viele Falschaussagen machte. Er war selber jemand, der flunkerte, der eine Art Persona entwickelte, der sich selber inszenierte und stilisierte. Und da sind wir auch schon ganz nah dran an den Don Quixote und auch an unserer Inszenierung des Quixote. Denn ähnlich wie Cervantes selber, der eine Art unzuverlässiger Erzähler seiner Geschichte ist, ist auch der Erzähler des Don Quixote unzuverlässig. Er behauptet, er hätte die Geschichte aus verschiedenen Quellen, er hätte sie übersetzt gehabt und bricht immer und immer wieder die Erzählung, sodass man nie genau weiß, was denn eigentlich Fakt ist und was Fantasie ist. In unserer Inszenierung tritt dieser ja unglaublich moderne Erzähler dann auch wirklich auf, als Erzählerin gespielt von Elisabeth Hütter, die mit Akkordeon die Bühne betritt und den Zuschauer hineinzieht in die Geschichte, auch verführt mit den Klängen und mit den Erzählungen, aber auch immer wieder an der Nase herumführt. Tim Meckenbrock spielt Don Quixote, Tobias Loth spielt Sancho Panza. Die beiden spielen diese Figuren sehr körperbetont, fast slapstickhaft. Und sie tun dies auf einer Bühne von Franziska Isensee. Franziska Isensee hat ein Karussell auf die Bühne gestellt. Ein Karussell aus Baugerüst, ein Karussell, das angetrieben wird von 2 Fahrrädern. Einerseits spielt sie also in ihrer Kreisbewegung auf den Kampf mit den Windmühlen an, andererseits aber auch auf die Verspieltheit des Charakters Don Quixote und vor allem auf die Verwiesenheit dieser Figuren miteinander. Denn dieses Karussell kann nur in Betrieb genommen werden, wenn beide Fahrräder gleichzeitig befahren werden. So entsteht im Zusammenspiel dieser Figuren eine Abenteuerreise, die circa 95 Minuten dauert, bei denen ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche.